In diesem Video erfährst du alles, was in der Zeit zwischen der Französischen Revolution 1789 und der Märzrevolution 1848 in der deutschen Geschichte passiert ist. Viel Spaß! Starten wir im Jahr 1789. Die Französische Revolution bricht aus und die Ideale der Freiheit, Gleichheit und Nation erreichen weite Teile Europas. Seit 1792 befindet sich das revolutionäre Frankreich im Krieg mit den europäischen Großmächten, welche die Revolution wieder rückgängig machen wollen. Von 1799 bis 1815 verliefen die Napoleonischen Kriege, in denen General Napoleon Bonaparte die französische Herrschaft über Europa ausbaute und die Ideale der Französischen Revolution verbreitete. Im Jahr 1803 annektiert Napoleon die linksrheinischen Gebiete des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Im Reichsdeputationshauptschluss wird die politische Landkarte Deutschlands umgewälzt. Der Flickenteppich von ehemals über 300 souveränen Staaten wird bereinigt, indem kleine Herrschaften zu größeren staatlichen Einheiten zusammengefasst werden. Napoleon führt 1804 mit dem Code Civil ein einheitliches Gesetzbuch im Zivilrecht ein. Dieser wird auch in den besetzten deutschen Staaten umgesetzt. 1806 kam es zu der Gründung des Rheinbundes. Nach der Auflösung des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation treten einige deutsche Staaten Napoleons Militärbündnis, dem Rheinbund, bei. Ebenfalls 1806 ereignet sich die Schlacht bei Jena und Auerstedt. Preußen erleidet gegen Napoleons Truppen eine schwere Niederlage und muss im folgenden Frieden von Tilsit mehr als die Hälfte seines Staatsgebietes sowie seiner Bevölkerung aufgeben. Als Folge der Kriegsniederlage gegen Napoleon werden von 1807 bis 1815 in Preußen umfassende Reformen im Militär, Verwaltung, Wirtschaft und Bildung umgesetzt. Diese preußischen Reformen ebnen den Weg für Preußens Aufstieg zum Industriestaat. Im Jahr 1812 begann Napoleon mit seiner rund 600.000 starken Armee den Russlandfeldzug. Nach anfänglichen Erfolgen scheiterte der Feldzug aufgrund des harten Winters fatal und nur wenige tausend Soldaten kehrten zurück. Die anderen Großmächte sehen nun die Chance, Napoleons Herrschaftssystem zu überwinden und erklärten Frankreich den Krieg. Von 1813 bis 1815 verliefen die Befreiungskriege, in denen die Koalitionen, angeführt von Preußen, Österreich und Russland, Napoleons Truppen bis nach Frankreich zurückdrängten. In der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 beteiligten sich auch viele Freiwillige an den Kämpfen gegen Napoleons Truppen. Dadurch entsteht ein deutsches Nationalbewusstsein. Auf dem Wiener Kongress 1814 und 1815 beschließen die Fürsten die Neuordnung Europas und die Restauration der alten gesellschaftlichen Ordnung. In der Heiligen Allianz verbünden sich die Großmächte gegen weitere Revolutionen. Noch während der Verhandlungen kommt es 1815 zur Wiedererlangung der Macht durch Napoleon mit der Herrschaft der 100 Tage, bis dieser in der Schlacht bei Waterloo endgültig besiegt wird. Zudem wird auf dem Kongress die Gründung des Deutschen Bundes beschlossen. Die deutschen Staaten werden in einem lockeren Staatenbund ohne starke Exekutive oder gemeinsame Außenpolitik zusammengeschlossen. Viele Menschen sind enttäuscht und vielerorts gründen sich Burschenschaften. Beim Wartburgfest 1817 kommen ca. 500 junge Studenten zusammen, um ihre Forderungen nach einem Nationalstaat und Freiheitsrechten zu bekunden. Zwei Jahre später folgen als Reaktion auf die Ermordung des Schriftstellers August von Kotzebue die Karlsbader Beschlüsse. Es kommt zu einer Demagogenverfolgung und Zensurmaßnahmen. Nach Jahren der Unterdrückung erhalten die nationalen und liberalen Bewegungen in Deutschland durch die französische Julirevolution 1830 neue Kraft. Im Jahr 1832 kommen beim Hambacher Fest rund 30.000 Menschen zusammen, um ihre Forderungen nach nationaler Einheit und Grundrechten auszudrücken. Ein Jahr später folgte der Frankfurter Wachensturm, bei dem ca. 100 Aufständische beim Versuch, die Hauptwache in Frankfurt zu stürmen und eine Revolution auszulösen, scheitern. Weiterer Protest kommt von 7 Professoren der Universität Göttingen, welche 1837 eine Note gegen die Aufhebung der Verfassung in Hannover einreichten. Ihre anschließende Entlassung erzeugte große Aufmerksamkeit im Deutschen Bund. Der Grenzkonflikt am Rhein mit Frankreich während der Rheinkrise 1840 und 41 befördert das deutsche Nationalgefühl.
Die französische Forderung, den Rhein als natürliche Grenze festzulegen, stößt auf Empörung und lässt literarische Werke wie Die Wacht am Rhein entstehen. Ebenfalls großen Anklang in der Literatur findet der schlesische Weberaufstand 1844. Aufgrund der sozialen Armut der Heimarbeiter kommt es zur Rebellion, welche blutig niedergeschlagen wird und in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregt. Im Jahr 1848 bricht ausgehend von Frankreich im Deutschen Bund und in anderen Teilen Europas die Revolution aus, welche das alte Herrschaftssystem endgültig umstürzt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Hier könnt ihr euch jetzt direkt anschauen, wie die deutsche Revolution 1848 und 49 verlief. Bis gleich!